Nach diesem Video wirst du exakt wissen, wie du Macht erlangst. Egal, ob du im Job befördert werden oder beim Flirt anziehende auf eine Frau wirken willst, diese 48 Gesetze funktionieren in jeder Situation. Bevor ich dir die Gesetze verrate, musst du mir eins versprechen. Du wendest sie nur für Gutes an. Du wirst deine Macht nicht ausnutzen, um anderen zu schaden. Denn diese Gesetze können so sehr für Schlechtes ausgenutzt werden, dass das Originalbuch in Gefängnissen sogar verboten wurde. Das Buch analysiert die Verhaltensweisen von Menschen wie Machiavelli, Sun Tzu, Karl von Clausewitz und einigen anderen der besten Strategen jemals. Du wirst sehen, dass viele Politiker und andere mächtige Menschen diese Gesetze zu ihrem Vorteil nutzen. Ich stimme nicht jedem Gesetz überein und sage nicht, dass jedes von ihnen moralisch ist. Du kannst jedoch trotzdem unglaublich viel durch diese Gesetze lernen, mehr Macht erlangen und dich in Zukunft selbst besser vor Manipulation schützen. Lass uns anfangen. Gesetz Nummer 1. Stelle nie den Meister in den Schatten. Gebe dem Menschen über dir immer das Gefühl, überlegen zu sein. Lasse deine Meister besser dastehen, als sie in Wirklichkeit sind, und du wirst Macht erlangen. Als Angestellter solltest du zum Beispiel versuchen, deinen Chef brillanter aussehen zu lassen. Viele denken, dass es wichtig ist, ihre Talente zu zeigen und Fleißarbeiten zu machen. Doch wenn du auf deinen Chef unbedrohlich wirkst, wird er dir viel eher vertrauen und du wirst mehr von ihm lernen können, als wenn er dich als Gefahr wahrnimmt. Zweitens, vertraue deinen Freunden nie zu sehr. Bediene dich deiner Feinde. Sei auf der Hut vor Freunden. Sie können sehr schnell zur Gefahr werden, wenn sie neidisch auf dich sind. Freunde sagen dir, dass sie deinen Musikgeschmack mögen und deine Klamotten cool finden, auch wenn sie in Wirklichkeit anderer Meinung sind. Feinde hingegen sind bei Kritik schonungslos ehrlich. Lerne deine Feinde zu nutzen. Sie müssen dir mehr beweisen, um dein Vertrauen zu erlangen, und du wirst nicht überrascht sein, wenn sie dich hintergehen. Drittens, halte deine Absichten stets geheim. Enthülle niemals genau, was deine Absichten sind. Wenn die anderen nicht wissen, was du vorhast, können sie sich nicht darauf vorbereiten. Lasse sie im Dunkeln tappen. Viertens, sage immer weniger als nötig. Versuche Menschen nicht mit Worten zu beeindrucken. Wenn du redest wie ein Wasserfall, wirkst du unsicher und machtlos. Und je mehr du redest, desto eher wird dir etwas Unpassendes herausrutschen. Mächtige Menschen beeindrucken und schüchtern ein, indem sie wenig sagen. Fünftens, ohne einen guten Ruf geht nichts. Schütze ihn mit allen Mitteln. Ein guter Ruf ist ein Eckpfeiler der Macht. Erfolgreiche Politiker haben deshalb gute Beziehungen zu Menschen, die im Fernsehen und für Zeitungen arbeiten. Mit einem guten Ruf kannst du dich über alle anderen hinwegsetzen. Wenn dein Ruf jedoch Schaden nimmt, wirst du leicht angreifbar. Baue dir deshalb einen guten Ruf auf und schütze ihn. Sechstens, mache um jeden Preis auf dich aufmerksam. Alles wird nach seinem Äußeren beurteilt. Menschen, die uns